Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Valheim. Zuletzt hatte ich ja gestreamt, um mir noch mal einen größeren Sumpf ranzusuchen. Denn wir hatten hier ursprünglich nur den hier. Beziehungsweise hier auf der Seite habe ich mich tatsächlich gar nicht umgeguckt, aber wir hatten hier eine Krypta. Eine einzige. Das war überhaupt nicht so Sinn und Zweck der Sache. Deswegen habe ich eine Bootstour unternommen, und zwar gen Süden. Einmal hier lang. Hab hier einen Sumpf gefunden, mit sage und schreibe keiner einzigen Krypta. War nicht so geil. Bin ich hier lang, habe ich hier noch einen kleinen Teil gefunden. Aber gegenüber ist ein ziemlich großer Sumpf. Genau hier, habe ich auch schon alles markiert, bin ein bisschen zu Fuß lang gelaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Krypten allein auf dem kleinen Gebiet, was ich hier gefunden habe. Ich liege mit dem Schiff gerade, glaube ich, hier in der Ecke an. Und habe einen relativ entspannten Fußweg zu diesem Portal. Ah, ich glaube, das Schiff müsste sogar hier... müsste sehr nah an diesem Portal liegen. Und von dort aus dachte ich mir, kann ich jetzt die Kryptas looten gehen und das Eisenrand steppen. Und das dann ins Schiff laden, um dann hier irgendwann mal wieder nach Hause zu gurken. Um da einmal das Eisen einzuschmelzen, neues Eisen-Equipment zu machen. Volles Programm. Hatte auch schon im Stream die eine Krypta hier angefangen, beziehungsweise die habe ich dann offscreen, glaube ich, sogar fertig gemacht. Deswegen mache ich mal ein Kreuzchen rum. Aber ich wollte jetzt heute mit euch einmal zusammen noch die andere Krypta machen, die hier so direkt da ist. Da haben wir das auch einmal gemeinsam gemacht. Wir haben ja jetzt schon insgesamt haben wir schon eine gemacht gehabt, aber eine reicht ja bei weitem nicht. Ich guck gleich mal, ob ich hier noch ein bisschen Honig mitnehmen kann. Nö. Ich habe ein bisschen Essen, auch wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Soll aber reichen, weil ich fit in den Krypten, das mit dem Kämpfen. Solange ich nicht Pech mit den Spawnern habe, ist gar nicht so dramatisch gefährlich. So, Portal, Schiff. Und dann habe ich mir von hier aus sogar angefangen, einen Weg zu machen. Damit ich die ganzen Ärzte dann hier auch zu Fuß rübertragen kann, ohne dass ich hier Stress mit den Gegnern habe. Ab und zu nochmal eine Werkbank dazwischen, damit ich hier den Boden nochmal anheben konnte. Das geht nämlich immer nur, wenn eine Werkbank da ist. Ach so, mir fällt gerade noch eine Sache ein aus der Krypta, die ich im Stream gemacht habe. Wo ist mein Weg? Da habe ich den Wegweiser gefunden für den nächsten Boss. Ich habe ihn noch nicht aktiviert, weil das wollte ich einmal mit euch zusammen machen. Da. Muss mal kurz gucken, wie ich jetzt hier gelaufen bin. Also die ist jetzt auch schon komplett fertig gelootet, deswegen Kreuzchen durch. Dürften auch keine Gegner mehr drin sein. Aber ich werde jetzt einmal diesen Wegweiser aktivieren. Na gut, vielleicht finden wir auch gleich in der anderen auch noch einen. Und aktivieren. Was? Hab ja sonst nichts zu tun. Wow. Okay. Okay. Mein Gott, dass die Schiffsfahrten an sich relativ entspannt sind. Ah. So, aber zu der anderen Krypta rüber. Oh Mann. Ist okay. So, erstmal ein Honig, davon habe ich ja genug. Und, ach ja, ich habe mir hier dran ein kleines Kapuff gebaut. Werkbank mit dem Dach und eine Kiste, in der ich hier... das ist das Eisen, was ich nur aus der einen Krypta da rausgesammelt habe. Wenn die jetzt auch so ergiebig wird, schöner Spaß. Ich werde, glaube ich, trotzdem mindestens 3 Krypten komplett auskratzen, damit ich den Kram auch zu Hause habe, weil ich schätze mal, aufwerten wird sehr teuer werden. Und da lieber zu viel als zu wenig. So, hier die gelben Pilze nehme ich jetzt mal, die nehme ich am Ende mit, wenn ich hier wieder zum Auskratzen langläufe, laufe. Jetzt erstmal möchte ich einfach nur die Krypta hier soweit fertig kämpfen, das mache ich mit euch. Auch hier wieder das Auskratzen mit dem Eisen, das... Ihr seht, wie es geht.
ist nicht so spannend. Da ich nicht wüsste, was ich da Spannendes nebenbei erzählen soll, werde ich das dann halt offscreen weitermachen. Aber der etwas, nennen wir es mal, actionlastigere Teil hier, den machen wir schön zusammen. Ein bisschen kämpfen, ein bisschen Loot angucken. Da hinten ist so ein hässlicher Schleim. Bist du alleine? Kommst du da nicht raus? Du oh, er kommt da raus. Hab mich schon kurz gefreut. Ja. Okay. Nein! Oh. Okay. Direkt überladen mit Eisenschrott. Okay. Werter Drauger, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich würde gerne einmal... Entschuldigung, das bringe ich einmal kurz raus. Der macht mir meine Kiste kaputt. Normalerweise nehme ich die erste Kiste der Krypta ja, um den ganzen Looter da reinzuschmeißen, weil ich ja ständig überladen sein werde mit dem ganzen Eisen. Aber jetzt hat der mir meine Kiste kaputt gemacht. Oder wenn ich Pech habe, war ich das sogar noch selber, aber das will ich jetzt nicht hören. Oh, iss erstmal ein Würstchen. Das macht dich glücklich. Den Honig noch dazu, davon haben wir mehr als genug. Dann können wir jetzt den Drauger. Der hat mich doch irgendwo mit Pfeil und Bogen beschossen. Der Witzbold. Ach, da! Bist du denn für einer? Vor allen Dingen im Wasser, da kann ich ja mein Schwert nicht mehr benutzen. Eieiei. Komm, ist die Marmelade doch noch? Ha, Mist! Ein bisschen live noch. Ja, das war jetzt auch gemein, mit aus dem Wasser raus, wo ich mich eigentlich nicht verteidigen konnte. Ah, ich glaube, da ist auch ein Spawner. Zumindest höre ich schon wieder diese blöden Fliegen hier. Okay. Kein Spawner. Wie beruhigend. Aber hier, komm, Bernstein nehmen wir nochmal mit. Ich wollte jetzt mal anfangen, hier mit Strategie reinzugehen, damit ich mich nicht immer verlaufe. Deswegen dachte ich, mache ich jetzt immer das, was als erstes links ist. Ich hoffe, dass man jetzt versteht. Also ich kam jetzt hier rein. Und da ist ein Gang nach links. Dann grabe ich mich durch den Gang nach links. So müsste ich ja vom Grundprinzip irgendwann mal alle Gänge haben. Theoretisch. Wenn das praktisch nicht hinhaut, ist das mein Problem. Das Summen wird lauter. Also hier ist irgendwo euer blöder Spawner. Ich höre eure Schmeißfliegen. Ich sehe sie sogar. Weg mit ihr! Boom! Ja, schön. Macht Schlagen Spaß? Und weg. Nur einer? Wie entspannt. Ach, hier war noch eine Kiste, oder? Hier war eine Kiste. Ja, hier war noch eine Kiste. Oh, schon wieder so viel Eisenschrott. Oi. Ja, komm nochmal, das Holz kann ich weg. Packe ich das doch mal in die Kiste hier, die ich gerade freigelegt habe. Da kann ich dann nämlich hin, ohne zu schwimmen. Oh, noch. Eieieiei, so viel Eisen. Ha! Loothimmel. Kann auch sein, dass wir zwischendurch abbrechen müssen, weil die Spitzhacke kaputt geht. Das ist mir beim letzten Mal passiert.
höre die Spitzhacke, glaube ich, natürlich auch einmal aufwerten, dann hat sie mehr Haltbarkeit, aber ich gebe zu, dafür bin ich zu geizig, vor allem, weil ich jetzt weiß, dass das Eisenzeitalter eigentlich losgehen müsste. Das muss ja nicht sein. Außer es nervt, fängt an, mich zu sehr zu nerven, dann schon. Eine Tür. Machen wir die Tür mal auf. So, ich würde gerne durchgehen, ohne springen zu müssen. Danke fürs Licht. Achso, war das nur die Pilze? Okay. Nicht so spannend. Es tut mir leid, dass es hier gerade so dunkel ist. Ich hoffe, ihr seht genug. Ich muss mir da echt mal was überlegen. Aber auch das mit den Fackeln ist immer ein bisschen nervig, weil die gehen so schnell kaputt. Da muss ich sie eh wieder absetzen, weil ich kämpfen muss. Deswegen... Ich sehe selber kaum was. Aber genug, um voranzukommen. Na? Oh. Ich habe Pilze gefunden. Na, ist okay. Kann ich später weitergraben. Erstmal das Eisen wieder hier rein. Oh, da haben wir den Gang ja schon. Oh. Nur noch hier lang. Geht ja schneller als erwartet. Ist wahrscheinlich nur eine kleine Krypta, aber ich habe aus den Kisten jetzt schon gut was bekommen an Eisen. Gut. Ich sag, es ist eine kleine Krypta und habe jetzt noch nicht diesen Gang hier freigelegt. Da kann noch alles hinter sein. Die letzte Krypta war auch super verschachtelt. Ein Gifttrank hält auch nur noch 2 Minuten. Zack. Zack. Traugas. Hi. Zack. Nee, nicht auf meine tolle Kiste. Oh ja. Komm. So, und dann nochmal ein Honig. Ein bisschen Heilung. Und was hat die tolle Kiste denn? Eisen ohne Ende. Lass ich da... Oh, die ist direkt am Eingang, ne? Ah, dann... werde ich natürlich einmal umräumen. Zack. Ja, du bist überladen. Danke für den Hinweis. Macht's mir einfacher dann beim Ausräumen nachher. Ob das jetzt einen großen Sinn hat oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Ich find's praktisch und mach das jetzt so. So, erstmal nach links weiter. Obwohl, das ist eine Sackgasse. Dann geht's jetzt geradeaus weiter. Zumindest keine Sackgasse. Spitzhacke leidet schon ein bisschen. Okay. Netter Raum. Schwimmen. Ich sehe absolut nichts. Ich würde mal sagen, Sackgasse. Okay, dann geht's jetzt hier in die Richtung weiter. Nochmal schwimmen. Hä? Okay. Ich glaube, das war's. Wow. Welch kurzes Vergnügen. Na, dann können wir nochmal kurz ein bisschen auskratzen zusammen. Das ist ja nicht so schlimm, weil... Das war ja jetzt... ein kurzes Vergnügen.
Beziehungsweise ist es mir, glaube ich, in der einen Krypta auch schon passiert, dass ich während dem Auskratzen noch mehr Gänge finde. So, du bist nass, danke. Jetzt nehme ich auch die Pilze mit. Also rein von der Geräuschkulisse ist hier auch noch was. Nur wo? Nee. Danke. Die hatte ich leer gemacht. Da geht's nicht weiter. Du warst nur Pilz, oder nicht? Nix. Hinter der Tür war ja auch nichts los. Nichts. 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 Okay. Machen wir den Haufen noch weg. Also ich hoffe mal, ihr hört das auch, dass hier irgendwo, also ich habe das Gefühl, dass hier noch irgendwelche Gegner sind. Akustisch, und ich finde insgesamt war diese Krypta jetzt auch relativ klein. So, haben wir irgendwo noch Schlammhaufen? Nö, nö, nö. Du warst auch Sackgasse, oder nicht? Ja. Dann nehmen wir hier doch nochmal die Pilze mit. Hier geht's definitiv nicht weiter. Hier beim Schwimmen? Da ist noch was! Ah! Guck mal da doch noch rein. Wusste ich doch. Da werde ich jetzt wahrscheinlich auch die Gegner finden. Ja, das ist dein Honig. Marmelade kann ich dir leider gerade nicht mehr bieten. Mein Antigift ist auch leer. Ach, trinke ich mal ein neues. Das Zeug ist ja zum Glück nicht so teuer. Ja, Gegners. Einmal Ausdauer regenerieren. Wenn hier schon mal jemand zum Spielen kommen will, ist das kein Problem. Ah. Kein Kommentar? Oh Mann! Das fühlte sich gerade an, als wenn ich in die Luft gesprengt wurde. Ah. Nicht schön. Vielleicht auch einfach nicht schlau. Hab ich denn hier noch Marmelade zu Hause? Ich muss dringend neue Marmelade machen. Oh, ich glaube, ich hatte auch noch eine Rübensuppe da. So, Essen. Fertig. Nö. Ich habe Würstchen. Kann ich mir kurz Marmelade machen? Beeren, Beeren, Beeren. Da. Ja, ein paar kriege ich hin. Ja, geh mir weg mit zu weit. Ich brauche Marmelade. Es hat geleckt, da gehe ich mal von aus, hat die Welt gespeichert. Du fühlst dich ausgeruht, auch schön. So, das soll jetzt erstmal reichen. Marmelade wegbringen. Hier, kein Stress, Essen fertig.
Zack. Essen. Beeren einmal wieder wegbringen. Zack und zack. Ja. Oh. Wird gerade Nacht? Dann schlafe ich noch eine Runde. Ah, dann schlafe ich lieber noch eine Runde. Bevor ich jetzt nachts die paar Meter im Sumpf laufe und von irgendwelchen nächtlichen Gegebenheiten nochmal dahin gerafft werde. Muss ja nicht sein. Tag 102. Jupp. Das klang nicht gut. Okay, aber alles noch heile. Lauf. Ich weiß, dass es hier dunkel ist. Und ich sehe, dass ich anscheinend nicht meinen Weg nehme, den ich mir gegraben habe. So, besser. Oh Mann. Ich hoffe, ich komme gut an meine Sachen ran. Nicht, dass das Inventar zu voll war und ich jetzt nicht alles mitnehmen kann. Da ist der Eingang. Hoffen wir mal das Beste. Dann, dann. Das war hier und dann nach dem Schwimmen, ne? Au! So. Einmal anziehen, bitte. Dazu nochmal einen Honig essen. Hier, mein Eisen bringe ich doch schon mal wieder in die Kiste, die ich hier am Anfang habe. Ist gut für mein Gewicht. Ist da sonst noch was wichtig? Ja, ich habe noch genug Platz. So, ich bin eingekleidet. Weiter geht's. Ach, Antigift. Da war noch ein Schleim. So, nerv ihn anders. Ach, ein 2 Sterne. Vielleicht was. Boah, der abgezogen. Wow. Ah, so ein 2-Sterne-Droger hat's in sich. Oh, haben wir hier schönes. Oh, Ketten und Geld. Und das Inventar sieht ziemlich voll aus. So. Erstmal links, hatte ich gesagt. Da ist wieder eine Tür. Legen wir die mal kurz frei. Aufmachen bitte. Gucken, ob die Spitzhacke das so lange aushält hier. Ja, schön, wie du vergiftest. Geht's dir jetzt besser, weil du mich vergiftet hast? Ich hoffe doch. Mist viel. Noch mehr Schlamm. Boah, hier geht's überall weiter. Ah, das macht meine Spitzhacke auch gleich nicht mehr mit. Ah, müsst gleich kaputt gehen. Und kaputt. Okay. Die war leer. Ja, dann. Ich wollte jetzt einmal mit euch zusammen die Krypta komplett machen. Deswegen kann es sein, dass das jetzt heute ein bisschen länger dauert. Muss dafür nur einmal kurz meine Spitzhacke leider reparieren. Das Eisen, was ich habe, packe ich schon mal wieder hier rein. Zack, weil damit kann ich mich eh nicht teleportieren. Dann laufen wir mal kurz nach Hause. Ich habe zu Hause tatsächlich auch im Eingangsbereich 3 Kisten stehen, wo ich nenne sie jetzt mal Ankommenkisten, wo ich einfach alles reinschmeiße, was ich habe.
Dann räume ich das Lager mal dann ein, wenn ich gerade mal nicht aufnehme, weil auch das dauert immer relativ lange, bis ich das alles wegsortiert habe. Ist, glaube ich, an sich eine relativ langweilige Tätigkeit. Na gut. Ich habe Spaß an Lagerordnung, das muss ich schon mal sagen. Ordnung ist immer schön. So, so. Zack, zack. Dann reparieren wir bitte meine Sachen. Danke. Und zurück geht's. Ich finde das ziemlich praktisch, dass man fürs Reparieren keine Materialien braucht. Aber es ist trotzdem ein interessanter Kniff vom Spielsystem, dass du dafür zu deiner Schmiede musst. Und da die Schmiede ja Metalle benötigt, um gebaut zu werden, die man nicht teleportieren kann, musst du ja gewissermaßen auch ein Zuhause haben. Also das Spiel nötigt dich ja quasi schon dazu. Und ich habe gerne ein Zuhause. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, aber ich finde es nett, wie das hier in diesem Spiel eingebaut wurde, dass es auch Sinn ergibt, ein Zuhause zu haben. Auch dieser Gemütlichkeitsbonus, den man bekommt, wenn man zu Hause im Feuer mit ein paar dekorativen Einrichtungsmöbeln da ist. Man wird belohnt dafür, dass man ein schickes Zuhause hat. Mir fällt pauschal jetzt kein anderes Spiel ein, was das so bietet. Deswegen ist so ein ganz großer Pluspunkt hier nochmal für Valheim. War das das hier? Oh, es ist schon wieder so dunkel hier. Kann ich eigentlich die Helligkeit hochregeln, damit ihr mehr seht? Grafik? Nö. Okay. Ich hab's versucht. Oh Mann. Kommt man da durch oder ist das eine Sackgasse? Sackgasse? Dann nehmen wir den Gang. Ja, ja. Hinzugefügt Eisenschrott. Danke. Ich würde da gerne noch weiter durch. Weiter. Ich höre auch schon wieder so einen tollen Spawner. Oh, Spawner geht kaputt. Danke. Oh, ja, 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 ja. Einmal. Elite! Komm her. Schlag mich! Boom! Ist kaputt. Hier kommt verwitterter Knochen. Oi! Du trägst zu viel. Ja, bringen wir doch gleich mal meine Kiste vorne. Okay. Zack, zack. Muss ich hier nochmal frei machen. Damit ich das besser zur Kiste bringen kann. Oh. Weiter geht's. Du trägst zu viel. Hier zurück's. Hier schwimmen. Kann ich überladen schwimmen? Oh, nett. Nett vom Spiel. Kiste. Warte. Oh, schaffe ich das? Ja. Wie ein Profi. Hier, Münzen kann ich auch noch mitnehmen. Und zurück. Oh. Hier links. Hier habe ich mich freigegraben. Da geht's nicht weit. Hä? Bin ich hier falsch? Bin ich hier doch falsch? Auf jeden Fall, da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Die Kiste ist leer. Da ist noch was. Okay. Ich bin ernsthaft irritiert. Es tut mir leid. Egal. Hier ist noch ein Häufchen. Da auch. Oder war das die Sackgasse?
Das war die Sackgasse, die ich schon gefunden hatte. Okay. Dann sollte ich es jetzt wieder auf dem Schirm haben, wo wir lang müssen. Ja, komm schon. Das sind nur Pilze. Dann haben wir hier noch einen Gang. Das müsste dann jetzt mal vielleicht der letzte sein. Auf jeden Fall ist da hinten Licht, das heißt, irgendetwas wird da sein. Hier nochmal was essen. Wollen wir hier nicht, dass er verhungert. Und noch weniger wollen wir, dass er stirbt, wenn er gleich wieder unnötig viele Gegner findet, weil er zu doof ist und einfach reinrennt. Also mit er meine ich natürlich mich selber. Ja, hallöle! Oh, ist der Schleim kaputt. Oh, jetzt ist das Licht kaputt. Das habe ich ja wieder toll gemacht. So, links, Häufchen. Ich kann aber schon wieder leider nicht erkennen, ob Sackgasse ist oder nicht. Ich sehe nur, dass es ein Haufen ist. Na? Offensichtlich Sackgasse. Oh, Rubine. Die nehmen wir nochmal mit. Hier rein. Komm schon. Irgendwas Spannendes. Biene. Hat hier noch mehr cooler Shit? Nö. Ha, Sackgasse. Ich glaube, dann haben wir es endlich. Kann ich hier nochmal kurz ein bisschen was mitnehmen. Aber das detaillierte Freikratzen, wie gesagt, das mache ich gleich einmal offscreen. Ich glaube, dass wir die Krypta jetzt fertig haben. Alles dunkel, aber ich bin... Ah doch, ich glaube schon, dass die jetzt hier fertig ist. Dann nehmen wir hier die Pilze noch mit. Da liegt nichts. Da. Aha! Kiste! Die noch fast übersehen. Oh, zack, überladen. Komisch. Überraschung. Wo geht denn das jetzt wieder zurück? Ist das eine Sackgasse? Hier muss ich noch freigraben. Hier, komm, bringen wir es mal in die Kiste. Wow, Alter. Also ich finde auch hier, das Eisen ist schon wieder sehr ergiebig. Mir fällt auch gerade auf, dass ich aus diesen schlammigen Schrotthaufen Lederreste kriege. Das macht das irgendwie schon ein bisschen widerlich, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich da noch alte, ranzige Lederfetzen drin finde, in diesem schlammigen Haufen, wo ich auch noch ein bisschen Metallschrott raussammle. Klingt für mich nicht so schön. Ah, hast du noch was? Oh ja, da war noch was. Oh, gab sogar noch einen Eisenschrott. Oje, da nichts mehr. Dann haben wir hier fertig. Da ist fertig. Hier ist fertig. Auch schon ausgekratzt. Da habe ich meinen Kram gelagert. Super. Dann würde ich mal sagen, hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dann. Tschüss.